Ich nicht schlimm, fällt nicht auf. Hilfe, Hilfe! Seid ihr alle soweit? Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Talking Dead. Hallihallo. Wir haben uns heute ein bisschen Verstärkung noch dazu geholt. Das ist das ist der liebe Jack aus Berlin. Was soll ich sagen, ja, extra hierher gereist. Ja, nur dafür. Um schlechte Filme zu gucken. Und für euch zu kommentieren. Ich an einem Schaft wieder dabei sind. Ja. Und heute hatten wir wieder so einen richtigen Special-Film. Wahnsinn. Ja, Zombie Diaries. Ich habe jetzt noch Augenkrebs davon. Das war ein Fest der Langeweile. No. Tödlich langweilig. Kampf der Pixel. Ja, also die Kameraführung war wieder typisch, dieses Found Footage wie Blair Witch Project, also ziemlich stark verwackelt oder Cloverfield, aber im Gegensatz halt dazu, dass es halt total schlecht war, super langweilig, verschiedene Storystränge, die dann im Ende zusammengeführt wurden, aber halt auch so immer wieder weiter zurückgereicht wurde, einen Monat vorher. Aber die Charaktere hatten auch keinen Wiedererkennungswert. Also ja, vor allen Dingen waren die auch so eindimensional gezeichnet, dass man auch irgendwie keine Beziehung zu denen aufbauen konnte, sich nicht so wirklich in die reinversetzen konnte. Und das Verhalten der Charaktere, allein auch bei den Zombies, ja. Zombies waren ja immer so schnell da. Ja, aber die waren ultra langsam. Die waren langsamer. Die irgendwo hingebrochen, aber die haben die natürlich nie gesehen. Und auf einmal wurden sie von denen angefallen. Ja. Die waren langsamer als bei Romero. Ich meine, gut, dass man da irgendwie mal überrascht werden kann, das kann durchaus sein. Aber es ist immer in so absurden Szenen geschehen. Wo dann freies drei Feld. Mann, ja, freies Feld, drei Mann stehen. Oh mein Gott, sorry! Der im Auto sitzt, der wird angefallen. Der im Auto sitzt, wird angeknabbert. Das Auto fährt durch die Gegend, wir haben einen Autounfall und sofort sind die Zombies da. Egal, ob das mitten im Wald ist. Also ja, war eher am besten. Man sah noch nicht mal den Unfall. Das Auto war irgendwie am Qualm und da lag eine Person, die. Ja, aber die war auch bewusstlos da. Also lag aber auch nur im Graben. Ja. Mitgenommen wurde sie so auch nicht. Die wurde dann da vergenusswerkelt von den Zombies und die haben den Infizierten mitgenommen. Ja, den er hinterher im Wald erschossen hat. Ja. Der wurde auch von so einer Erbsenknarre abgeschossen, weil man, wenn die mal erschossen wurden, sah man immer nur so einen Bluttropfen, so bing. Die Erbse vom Kopf abprallen. Ja, genau. Oder in einer Szene, da sind die gerade so von einem Kaufhaus, da schießt der mit seiner Knarre und es dauert fast eine Sekunde, bis über diese 20 Meter Entfernung die Kugel gebraucht hat, um den Kopf vom Zombie zu treffen. Die Gesetze der Physik sind da auch. Wenn nein, das ist halt zurückgekommen und wieder ein Kopf. Ja, ich so, nein, der Zombie ist am Pixel hängen geblieben. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber deswegen haben wir es nicht gesehen. Ne? Ja, richtig. War so verpixelt. Ja, wir müssen Munition sparen und dann stehen da 10 Zombies einfach so, die bewegen sich eigentlich gar nicht. Sofort die gucken abnallen, und so. Alle, die müssen halt einfach abnallen. Ich hab da was gesehen! Ja. Ich muss schießen. Also Prädikat extrem scheiße. Die Zombies kommen alle über. Das steht aber nicht so drauf. Also der Prädikat steht hier. Bester Zombie-Film aller Zeiten, besser als 28 Days Later, ja. Kann ich auch auf meine Unterhose schreiben. Hast du das nicht so? Du warst ja auch schon so alt, die Unterhose. Ja, mindestens. Noch nicht gewaschen. Die lebt selber in Unterhose. Die klopft sich jeden Abend selber aus. Genau. Ja. Umdrehen kann man nur noch mal 5 Tage tragen. Ein Feuerwerk der Action. Ja, auf jeden Fall Spannung, Ruhe, ja. Action. Action war ohne Ende. Kameraführung mega gut. Bildqualität super gut. Blaukpunktkamera aus den 90ern lässt grüßen. Ich kann zwar hier oben die Filmpreise sehen, aber ich. Ja, die sind wahrscheinlich alle irgendwo. Ja, aber die sind so klein geschrieben, dass man das gar nicht. Dass man gar nicht sehen kann. Kremlinka, wo die herkommen. Festival in Weißrussland. Ja, auf jeden Fall extrem schlecht, nicht sehenswert, Finger von lassen und danke, nächster. Lieber in der Nase bohren, da habt ihr mehr von. Ja, kann sich lieber von einem Silberrücken-Gorilla vergewaltigen lassen. Das ist sowas anzutun. Paul, du hast aber heute richtig seine Vorlieben, ja? Der Film ist einfach. Na gut, für dich war ja auch die eine Szene interessant, ne? Also ich hatte mehr Spaß an dem Transformer, da habe ich mich stundenlang mit beschäftigt, wie man den zusammenbastelt, das war besser. Wenn man wenigstens noch was im Kopf immer eine Option auf dem Tisch stehen lassen für schlechte Filme. Ja, wenn man es mal als Transformers mitbringt, da haben wir stundenlang zu basteln.
Man kann einfach nichts mehr über diesen Film sagen. Man kann nicht mal eine Szene beschreiben, die ultra schlecht war, weil es einfach durchgehend war langweilig war. Ja, langweilig und scheiße. Es ist einfach total langweilig. Es war einfach so wirklich so, wieder so eine Schlaftablette. Ja, wir haben in der letzten Zeit das echt... Das ist so ein Euthanasiefilm. Den kann man im Altersheim abspielen und dann, das letzte Geleit erzählen. Dann kann man wieder neue Gäste... Da hörst du da auch noch Beschwerden. Ja, na, selbst die... Selbst denen ist das wahrscheinlich. Ja. Hat sich das Licht. Ich glaube, das verstößt gegen die Genfer Konvention. Ja, stimmt. Ne? Ja, die Genfer Konvention, die gibt es auch noch. Vielleicht ist das, kommt man dafür ja auch vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Vielleicht kann man ihn da vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand freiwillig angetan hat. Kommt drauf an, wenn die Summe stimmt, kann man sich alles antun. Ja, aber. Selbst Bolschwämme waren interessanter. Die waren ja wenigstens irgendwo noch kacke, dass man sich darüber lustig machen konnte. Der war einfach nur langweilig scheiße. Und solche Filme sind die schlimmsten, weil es auch mal total die Tortur ist, die zum Ende zu sehen. Selbst mit 1,5%ig erhöhter Geschwindigkeit. Ja, was wir ja durchaus machen, wenn die Filme wirklich so langweilig sind, dass wir die schnell hinterher. Wir haben relativ spät damit angefangen, aber naja. Ja, weil man immer noch denkt, okay, jetzt hat man einen Handlungsstrang erkannt, vielleicht wird es ja interessant. Genau, irgendwas wird schon passieren. Aber es wird nichts passieren. Am Ende endet der Film wie fast wie er anfängt. Am besten fand ich am Anfang aber auch immer noch die Szene, wo sie da in dem Haus einbrechen, dann von oben die Geräusche hören, reingehen, gucken. Hallo? Hallo? Ja. Das ist typisch an einem Horrorfilm. Hallo! Ja, seid ihr hier? Ist der Mörder da? Dann durchs Badezimmer in so ein Schlafzimmer nochmal rein und... Oh, guck dir das an! Ekelhaft! Dann geht halt Licht nach links und direkt neben ihm steht ein Zombie und guckt. Ja, war schon die ganze Zeit hier. Ich bin in 3 Stunden, in denen ihr das Haus infiziert habt. Das geht raus. Das muss ein Kurzschluss sein. Also, vorher haben sie Stromrechnung nicht bezahlt gehabt. Wenn ihr jemand hasst... Oder, oder suchlos werden wollt. Oder Schrottwichteln wollt. Ja, das ist der Film. Also gehört auch wieder in diese Kategorie für Leute, die man Ich glaube, beim Schrottwichteln, ja, dann wirst du noch verklagt hinterher dafür. Ja, den kann man auf jeden Fall da. Also da kannst du bestimmt Schmerzensgeld rausholen, wenn du das kann man das ja auch, wenn man heil werden will, verbrennen und an den Gasen, die das Plastik ausströmen, sich erfreuen. Da haben wir mehr von Krebs. Ja, Krebs. Ja. Selbst Krebs ist effektiver als das. Ja, auf jeden Fall extrem schlecht, Finger von lassen und lieber professionellen Idioten das überlassen, die das gucken und euch sagen, dass ihr die Finger davon lassen sollt. Wir sind übrigens die professionellen Idioten. Ja, richtig. Das ist was freiwillig antun. Ja, also definitiv. Und wir werden dafür noch niemals bezahlt. Ja, so viel Geld kann man noch nicht bezahlen. Noch nicht. Irgendwann richte ich dann unsere Bitte an die jeweiligen Regisseure oder Filmmacher, dass sie uns Wir promoten ja deren Material hier. Ja, wir machen die ja. Wir zerreißen es eher. Ja, aber ich glaube. Ja, auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Oh. Ist man redet das, drüber. Wir können uns mal so ein T-Shirt schicken mit solchen Medienfilmen. Ja, ich glaube nicht, dass einer auf dieser Welt diesen Film schon mal so im Kopf hatte, ja, den muss ich unbedingt gucken. Also wir sagen jetzt, ihr dürft ihn euch angucken, aber um ehrlich zu sein, könnt ihr auch lieber von der Brücke springen. Getrost ignorieren, das Zelluloid-Müll. Das ist richtig... Also wie gesagt, die Qualität ist auch einfach nur schlecht vom Bild her. Also das kannst du am besten dir auch angucken, wenn du eine Augenkrankheit hast. Das so, kennt so man auch wirklich nur aus den 80er, 70er Jahren, diese Home-Videos, diese alten. Der Wert ist, glaube ich, höher als die des Filmmaterials. Ja. Naja, das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ja, wir zerreißen jetzt nicht mal weiter, das war's, was wir dazu sagen können. Bevor es wieder ellenlang über einen Film geredet wird, den wir gar nicht bequatschen wollen. Der The Zombie Diaries ist scheiße. Und das ist das Ende. Kurz im Sonne. Ja. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ein unbekannter Virus. Die Vorfälle in Asien seien Einzelfälle und Großbritanniens Vorkehrungen gegen eine Ausbreitung des Virus sind in der Presse bereits mehrfach kritisiert worden. Die offizielle Darstellung sei eine plumpe Unterschätzung. Heute früh haben sie das Gebiet komplett abgesperrt. Shit. Das mussten sie auch tun, denn es gab eine Menge Tote. Tote? Hier ist das Gebäude durchkämmen! Mir nach!
Da lagen überall Berichte, meidet London. Mit der mörderischen Gewalt eines Horror-Movies. Darf man auch mal fragen, was ihr hier so macht, Leute? Wir drehen einen Dokumentarfilm. Hier draußen im Wald und dann noch um die Zeit. Auf solche Filme stehe ich. Großer Gott! Oh, schnell raus hier, Matt! Oh, shit! Düster, kompromisslos und beängstigend real. Was ist das? Wir stecken in der Scheiße. Die kommen da hinten aus den Feldern. Starte schon mal den Wagen. Craig, verdammt, jetzt schieß doch! Wahrscheinlich der realste Zombie-Film, der je gemacht wurde. Was ist los? Lass mich alleine! Zombie Diaries.